Mahlzeit. Naja, was für unsere Leute, die jetzt in der Prüfung wirklich arg gebeutelt sind. Was mich ein bisschen immer wieder wundert, und ich komme gleich darauf, wie andere reagieren. Ich mache das nicht ganz so, aber vielleicht sollte ich es auch machen. Und zwar, es geht um das Thema Lernen. Wie kann ich Lernstress vermeiden? Wie kann ich ganz schnell ganze DIN A4 Seiten innerhalb kurzer Zeit lernen und so weiter und so fort. Aber es nimmt keiner, und ich habe das mal mit dem Handy überprüft, es nimmt keiner die Suchfunktion auf dem Kanal wahr. Denn es ist alles schon gesagt. Alles ist bereits da. Zum Beispiel habe ich eine ganze Playlist gemacht, wie man Lernstress vermeidet, wie man ganz schnell etwas lernen kann. Mit lauter Tricks und Kniffen und ganz einfachen Dingen auch. Hier, dieser Trick ist zum Beispiel ganz einfach. Da habe ich eine ganze Playlist. Danach kann man suchen. Wie man das macht, zeige ich dann nochmal. Allerdings ist es beim Handy etwas, sagen wir mal, umständlicher beziehungsweise nicht ganz so gut möglich. Also wie kann man ganz schnell Vokabeln lernen? Wie kann man ganz schnell DIN A4 Seiten lernen? Egal was für ein Text, das muss ich nicht reimen. Merkmale einer Kurzgeschichte. Ein typischer Trick, nicht nur gucken, auch anfassen. Es hilft beim Lernen und wieder auffrischen und so weiter. Oder Eselsbrücken, Elemente, die diatomar aufgebaut sind und so weiter. Hofbrinkeln, ne? Solche Tricks. Oder welche Wörter man mit V schreibt. Die Rechtschreibung lässt ja wirklich viel auf die Persönlichkeit schließen. Eselsbrücken, Summen kürzen nur die Dummen und noch mehr Eselsbrücken. Punktrechnung vor Strichrechnung oder Klaps. Klammerpunkt, Strich und so weiter und so fort. Das ist alles da. Aber wie suchen? Und jetzt mache ich das mal an verschiedenen Beispielen. Und zwar habe ich mir mal Daniel Jung, ne, das ist der Mathematiker für mich schlechthin. Also es gibt noch mehr, aber der ist wirklich der Fuchs. Und da habe ich das Wort Daniel Jung, Gleichungen lösen, eingegeben. Das kann man beim Handy machen. Also man kann nicht innerhalb des Kanals richtig suchen, aber wenigstens am Handy direkt eingeben, zum Beispiel Daniel Jung, Gleichungen lösen, und da findet man ganz, ganz, ganz viel. Und das ist eins der allerwichtigsten Themen. Nicht nur ich sage das, sondern Daniel Jung weiß es, jeder Mathematiker weiß es, dass Gleichungen lösen das absolute, ja, das ist wie eine Grundfertigkeit, die man in der Mathematik haben sollte. Und dann geht er auf alles Mögliche ein. Also er nimmt sich des Themas sehr viel an, weil es eben so wichtig ist. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, Lehrer-Mahfield-Gleichungen lösen. Da habe ich mit ganz einfachen Schritten die Grundlagen, mit dem Thema Waage oder mal einen Crashkurs oder Gleichungen lösen, weil ich das ja auch weiß, wie wichtig das ist. Und dann kommen natürlich auch andere Vorschläge und. Das ist ganz normal und wichtig und so weiter. Komplexe Gleichungen, ganz schwierige Bruchgleichungen und so weiter. Also das Thema liegt mir am Herzen, weil ich weiß, dass die Schüler, wenn sie es nicht können, immer wieder baden gehen. Erst recht dann im Studium sowieso. Gucken wir uns Lehrer Schmidt an, der Kollege. Wenn ich da eingebe, Lehrer Schmidt Gleichungen lösen, das wird einem dann vorgeschlagen. Ja, da kommt Äquivalenzumformung und dann kommt das Gleichsetzungsverfahren, Gleichungen mit Klammern und dann hört es schon auf. Das wunderte mich ein bisschen und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja, also, wie gesagt, das ist die Variante mit dem Handy zu suchen. Und dann bin ich mal auf seinen Kanal gegangen und habe hier ist eine Lupe im Kanal. Die ist überall Gleichungen lösen. Aber beim Handy führt die Lupe nur auf die allgemeine Suchfunktion für YouTube und nicht innerhalb des Kanals. Wenn ich das hier mache, habe ich leider auch bloß die paar Themen und das war's dann schon. Kommen noch ein bisschen Terme und dann kommt alles andere. Also da ist Lehrer Schmidt, finde ich, sollte er sich mal wirklich drum kümmern. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Der Kollege hat schließlich fast 1 Million Abonnenten. Also, das wären ja mal. So. Und dann habe ich mal so geguckt, das ist dann, wenn man nicht auf Übersicht, sondern auf Videos geht, das kann man auch mit dem Handy, da kann man sich die letzten Videos angucken und hier ist zwar die Suchfunktion des Kanals, aber die gibt es am Handy nicht. Wie gesagt, da kann man nur eins machen, ne? Eingeben, welchen Kanal man haben möchte, Lehrer Schmidt, und dann das Thema meinetwegen, Äquivalenzumformung oder Gleichung lösen oder was auch immer, ne? Also da findet man das dann von dem Kollegen, der das dann auch gemacht hat. Nochmal zurück zu den Videos. Also wenn man hier draufklickt, ne, das ist die Übersicht. Hier Kopfrechnen super schnell, genialer Rechentrick. Naja, den kannten wir früher auch. Aber immerhin, ne, 4 Millionen Aufrufe mit solchen Kleinigkeiten, ne, lässt sich gut machen. Ja, und dann geht Lehrer Schmidt auch auf alles Mögliche ein, wie man ja die 5 Tipps für die schlimme Zeit jetzt und so weiter. Und naja. Gut, aber jetzt gehen wir auf Videos, gucken da nochmal drauf und siehe da, das hat mich auch ein bisschen beim Kollegen Jung gewundert, Quader-Schrägbild erstellen.
Jetzt sage ich als der ein bisschen Mathe kann, sage ich, naja, das ist ja albern, habe mir es mal angeguckt. Ja, das ist wirklich, denke ich, wieso? Das hat er doch alles schon gemacht. Warum macht er sowas? Und nicht nur er, ne, alles Themen, die sind alt wie der Wald. Ja, weil keiner auf seinem Kanal richtig sucht. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute, weil diese Lupe, wie gesagt, die gibt es nur am PC. Also wenn ihr lernen, ernsthaft lernen wollt, dann guckt mit dem PC und ihr könnt dann wirklich diese Suchfunktion auf einem Kanal nutzen. Und dann werdet ihr sehen, dass eben ganz viel passiert ist. Nehmen wir mal das Wort Quader, ja, auf die Lupe klicken. Ich gehe mal bei Lehrer Schmidt auf Quader und dann gucken wir mal. Ne, Quader-Oberfläche berechnen, Quadervolumen berechnen, Gitternetz zeichnen. Ne, Gitternetz zeichnen, das hat er jetzt auch wieder gemacht. Das hat er vor 3 Jahren schon mal gemacht. Und dann denkt man, Mensch, warum machen die das? Hier Schrägbild zeichnen vor 11 Monaten, jetzt macht das schon wieder. Warum wohl? Ja, ganz einfach, es liegt am Vergessen. Und jetzt sind wir nochmal bei dem wirksamen Lerntrick. Wenn ich, und ich werde auf diese Playlist verlinken, wenn ich immer nur, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier die typische Lernkurve, die Wissenskurve an. Wenn ich heute was gelernt habe, dann habe ich 100% darüber Wissen, wenn ich gut aufgepasst habe und so weiter. Wenn ich jetzt sage, naja gut, irgendwann kommt eine Klassenarbeit, also eine Klausur irgendwie hier so, und ich sage nach ein paar Tagen, ich lerne, ja, dann ist mein Wissen aber schon wieder gesunken. Und dann fange ich praktisch wieder von vorne an und ich kriege das nicht mehr so schnell in der einen Nacht, in der ich mich dann meistens hinsetze, wieder gebacken. Also, wenn ich gleichmäßig lerne, immer wieder, also heute etwas gelernt, immer wieder wiederholen, dann halte ich meinen Wissensstand auf 100%. Die Wiederholung macht's. Das ist der Trick. Die Wiederholung und nicht erst warten, bis ich alles vergessen habe. Also das erkläre ich dann hier noch ein bisschen genauer. Wie gesagt, ich verlinke jetzt zum Schluss hier drauf, dass dafür, wie man die Prüfung auch besser übersteht, dafür eben dann noch hier solche Tricks hier, lauter Tricks, wie man schneller und mehr innerhalb der gleichen Zeit lernen kann. Ich bin auch faul. Jeder Mensch ist auf eine Art faul. Das heißt aber nur, der Mensch möchte mit dem geringsten Aufwand das meiste erreichen. Und das ist das, was ich hier bespreche. Und das wünsche ich euch auch. Alles Gute für die Prüfung, egal welches Fach das auch betrifft. Na gut, dann hören wir erstmal auf jetzt und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss.